Und zwar haben wir hier den zukünftig wichtigsten Mann der Republik, das ist Per Steinbrück. Herzlich willkommen. Wir hatten ja vorhin schon mit Kurt Beck kurz geredet über das Thema Flirt und um dem Ganzen mal so ein bisschen aus diesem Wahlkampfgewalt so ein bisschen Lockerheit hier zu erstellen. Ja, hör mal, Per, wie war denn dein erstes Date? Also wie hast du das so empfunden? Und wo habt ihr euch getroffen mit deiner Frau? Also ihr habt ja ein sehr inniges Verhältnis so. Also wie ist es da abgelaufen? Na, ich will doch wohl hoffen, dass meine Frau nicht mein erstes Date gewesen ist. Dann bin ich ein ziemlicher Spätzünder gewesen. Das stimmt allerdings. Ein bisschen Erfahrung. Also, die habe ich erst später kennengelernt. Ja, ich glaube, mein erstes Date war wahnsinnig anstrengend, das überhaupt zustande zu bringen mit 14 oder so etwas in der Größenordnung. Ja. Und man musste sich sehr viel ausdenken und fantasievoll zu sein. Ja, also, habe ich mir dann ausgedacht, hat auch geklappt. Ja, ja. Mhm. Und da, wo ist da so der Ort? Würdest du sagen, eher in der Natur mit einer Aktivität verbunden? Oder? Ja, das war am Rande der Schule, aber später mit 15, 16 war das dann auch das, was heute als Disco bezeichnet wird. Und damals haben wir diesen Ausdruck noch nicht gehabt. Und es ging darum, dass man vor 18 nur bis 10 Uhr da sein durfte. Ja, dann haben wir versucht, ja, diese Uhrzeit von 22 Uhr zu überspringen. Das ist mir dann auch manchmal gelungen. Also habt ihr euch nicht immer an alle Regeln gehalten? Nee, so wie ich auch nicht. Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ja, aber mehr wollt ihr doch nicht wissen, wie das weiterging, oder? Also die Story, wie es dann danach weitergeht, würde ich sagen, machen wir einfach im nächsten Vlog, oder? Es ist nicht viel anders als heute, ja. Auf der Tanzstunde war ich immer einer der Letzten, der bei Damenwahl aufgefordert wurde. Das hat doch meinem Ego einen ziemlichen Stich gegeben. Ja, ja. Aber was man auch feststellen muss, ist, dass manchmal muss man die Initiative ergreifen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur beim Wahlkampf so, sondern vielleicht auch im Umgang mit Frauen. Und so wie das bei euch aussieht, also du bist ja auch schon lange mit deiner Frau zusammen in einer glücklichen, Ehe. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall Initiative. Ja, es ist ungewöhnlich oder nicht so häufig, dass man über so lange Zeit als Sozialdemokrat in erste Ehe verheiratet. Ja, also da haben andere Kanzler von uns haben da auf jeden Fall ein anderes Bild abgeliefert. Darüber reden wir jetzt nicht. Genau. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Und die Grüße nach Mülheim dann. Ja, bis dahin. Ja. Ciao, Leute. Tschüss.